Willkommen zu einer neuen Runde angespielt oder Let's Play, denn so wird's demnächst werden. Ostrelf, programmiert von Jefeni. Hier, sägt noch jemand? Mach mal die Geschwindigkeit mal ein bisschen wieder hoch. Wir wollen hier noch ein bisschen was bauen, bauen, bauen. Wer sägt denn hier? Ah, die hier sägen. Alles klar. Ihr habt noch zwei drin, jawohl. Du machst auch noch. Wie sieht's aus hier mit den... Ah! Bing, 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 bing. Bing, 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 bing. Du musst noch zwei Stück machen, jawohl. Dann machst du die mal bitte. Bitteschön, dankeschön. Jawohl, hier geht's auch los. Das ist fein, die arbeiten sogar im Winter. Damit haben wir dann hier den Bootyard, die Yachtbauer, die Bootbauer, den Bootbauer. Hier drüben hat man alles auf Potatoes. Mach mal bitte eins. Vier Leute. Das sind doch bestimmt die Mädels alle, oder? Die sind noch auf der Suche nach einem Job. Boah, ich weiß nicht, wie ich es mache. Ich würde nämlich am liebsten noch eine Strecke. Machen wir doch die zwei ansetzen, wenn wir hier genug Kartoffeln rauskriegen. Ich möchte nur nicht, dass sie mir verhungern. Eigentlich müssten zwei von den Feldern reichen. Nee, lass mal lieber drei machen. Was wir da haben, haben wir erstmal da. Denn wir haben ja jetzt auch die Ressourcen da für Wood, Thatch. Haben wir den rausgenommen? Ne, der arbeitet noch. Nimm mal raus. Bei 20 Thatch und Reed. Braucht man den im Moment nicht. Du bekommst einen Arbeitnehmer, wenn du fertig bist. Also wenn... Ach nee, dazu brauchen wir ja... Wir brauchen noch eine Farm, auf der wir den Rest bauen. Nee. Ein Jahr machen wir jetzt ohne. Im nächsten Jahr stellen wir einen Manager ein. Wir gucken mal, wie das hier so funktioniert. Genau. Das klingt schon eher noch einem Plan. Wenn du einen Manager hast, kannst du dann hier... Was kommt denn hier hin? Ach, Fishing Dock, alles klar. Passt. Wenn du hier einen Manager hast, kannst du dann die Felder automatisch bewirtschaften lassen. Dann bauen wir noch eine zweite Farm, dass wir hier unsere ganzen Gemüse anbauen. Und dazu brauchen wir auch noch, um diese Nutrients richtig zu verwalten, beziehungsweise auch was herzustellen, was wir dann verkaufen können. Also nur mit Kartoffeln, das wird nicht viel bringen. Wir brauchen ja auch erstmal das Fressen für uns, damit wir uns vergrößern können. Und danach müssen wir ja irgendwas sehen, dass wir dann auch mal handeln können. Apropos handeln, siehst du? Erstmal gucken wir hier durch. Forestry Hammer, Farm Hammer, Windmill ist im Bau. Ein Kuhstall. Aber dazu müsste ich wissen, wo ich Kühe herkriege. Die kriegen wir doch nur vom Handeln. Für Kühe selber? Aber den könnten wir auch bauen. Der wäre hier hinten gar nicht mal so falsch an den ganzen Farmen dran. Ein Kuhstall. Braucht bestimmt auch Heu. Davon gehe ich mal aus. Schlachter später. Tannerie ist Leder vom Hals. Genau. Wie viel brauchen hier so ein... Bau einfach mal. Schon mal hier so... Zwei Heu-Dinger hin. Wenn hier keine Häuser mehr dazwischen kommen, ist ja erstmal egal. Wir haben hier noch genug Platz. Und mit den Farmen möchte ich auch erstmal nicht gar so weit raus. Zumindest haben wir erstmal alles da. Hier ein Kuhstall hin. Einfach nur so pauschal. Mal einen Brunnen hier hin. Ich weiß ja nicht, ob die Farmer irgendwas brauchen oder... Das ist schon mal pauschal eine gute Idee.
Brauchten wir nicht noch für Heu hier so ein? Jawohl. Wo war das? Hier drinne? Jawohl. Hier noch einen hin, so aus Spaß. Der passt doch bestimmt hier noch. Jawohl. Das gefällt mir hier richtig. Ey, das macht so einen Spaß, hier ein bisschen was auszuprobieren. Wie viele das dann ergibt, weiß ich nicht. Habe ich keine Ahnung. Und wie sieht es denn jetzt mit den Wagen aus? Die scheinen auch permanent unterwegs zu sein. One more in Kö. Du kommst auch bald wieder raus. Dich hat mal rausgenommen. Jawohl. Wie sieht es bei euch aus? 200 Firewood, 151 Wood. Ja gut, ich ziehe ja jetzt die Wood immer wieder raus, ne? Leben passt, aber ich wollte auch noch mehr bauen. Carpentry Hammer, Smithy Hammer, Clay Hammer. Taylor brauchen wir erstmal nicht. Textile vom Hemp, kommt später. Shoemakers vom Leder. Thatchery Hammer. Öl, das wäre auch so eine Sache. Sunflower einsetzen und dann Öl bauen. Zum Verkaufen, 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 hoffentlich. Oder an meine Leute, damit die es mir abkaufen. Was wir auf jeden Fall brauchen. Oh ja, Market. Der erste hat ja Potatoes. Und keine Ahnung, was der dann kriegt hier. Aber ich möchte ihn erstmal stehen haben, nicht, dass ich ihn vergesse. Dann haben wir hier schon mal allgemeinen Markt. Hier so mittig drinnen, den Brunnen möchte ich. Ich weiß nicht, was ich da reinbaue. Passt die Town Hall irgendwie? Nee, ne? Das wäre eine Sache, die ich das einfach so ersetzen könnte. Oh! Dann darf ich hier nicht mehr dazu bauen. Aber schick sieht's nicht aus. Kriege ich das irgendwie gedreht? Was sind denn das für Zelte? Camp Center? Storage. Aber hier habe ich auch noch keine Storage für uns direkt gefunden. Händler? Eine Granary. Ein Getreidespeicher, ja, aber. Apropos Getreidespeicher, ne, den können wir ja auch mal irgendwo hier hinbauen. Wie viel speichert denn der? Die Wege werden bald. Ja, aber da hast du wieder keine Händler, die ihn bedienen können, halt so rum. Pack den mal da mit hin. Boah, ich baue schon wieder viel zu viel. Ich weiß ja nicht, packen die Kartoffeln dann hier rein? I hope so, ich hoffe. Sind hier drüben die Häuser fertig? Noch nicht ganz. Aber fast. Denn wenn ich hier immer wieder neue... hier rattert es immer weiter runter, also wir müssen definitiv handeln. Ah, ich wollte auch einen Händler bauen. Ein Trading Post in... Oh, ist der riesig. Der wird bestimmt auch riesig so Ressourcen verballern. Ja. Du wirst auch noch Weiden brauchen. Das heißt, wir gehen mit dir hier raus. Und hier hinten brauchen wir dann auch noch einen Schlachter und eventuell hier noch eine zweite Farm, je nachdem wie viel wir dann tak 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 rauskriegeln. Oi, 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 oi. Ich würde am liebsten auch noch 1-2 Jahre mal so durchgucken und schauen, wie sich das entwickelt, ohne bauen großartig, ob sich das irgendwie ausgeht, aber wenn ich sehe, wie hier oben die Ressourcen runterrattern, werde ich wohl keine Chance haben. Ich werde wohl handeln müssen. Wir haben 30 offene Jobs. Ach, hier hinten, Haus. Oh. Jobs available, housing available, water supply sufficient,
Wasser ist da, Häuser sind da, Jobs sind da. Aha, es kommen keine Leute, wenn keine Jobs da sind. Das ist natürlich auch geil. Dann ist irgendwann, wenn du keine Jobs mehr hast. Also muss ich nebenbei Häusle bauen. Nicht vergessen, dass wir was zu fressen haben. Oh, bitte lass das ein ganz großes Lager sein, wo da richtig was reingeht. Das da. Bootyard. Jawohl, mache. Fishing Dock. Jawohl, mache. Hey, wir haben Februar. Du kannst hier mal den Schnee wegmachen, bitte. Ich möchte dir die Adler wiedersehen, die Vögel zwitschern hören. Jo, der ist fertig. Der baut aber erst Boote, wenn der fertig ist und du die dort drin oder hast. Ja, das habe ich beim ersten Test auch sehr spät gesehen. Hier immer schön einen rein und der läuft ja auch immer wieder rein, der arbeitet. Da kennt er nichts. No. Hier können wir eigentlich auch mal wieder. Die kosten ja nichts. Stellt mal einfach überall hier so eine hin. Vielleicht werden die ja angenommen, dann müssten die nicht so weit wegrennen. Wenn die mit Arbeiten fertig sind, dass die dann hier, weißt du? Ab, so rum. Dann gleich die nächste Bank nutzen können. Hier haben wir überall, hier haben wir überall, hier haben wir keine für den Nachmittagsschnack. So, komm, da. Dann kriegst du hier noch eine hin. Ne, drehen wir bitte so um. Ey, das fetzt, ey, das macht einen Spaß. Der hat noch gar keine, aber die können wir ihm hier hin drehen. Huch. So, hier haben wir auch noch keine. Hier können wir auch noch. Doch, hier haben wir schon. Hier könnten wir auch noch eine Parking Station hinsetzen, oder? Ne, nicht so rum bitte. So rum. Ja, ja, ja. Fast. Oh, die geht gut nah ran. Genau zwischen die. Jo. Bap, 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 bap. Damit hast du Freemair Inkö. Mhm. Hattest du schon einen auf Reserve gebaut? So, den Brunnen können wir mal irgendwie. Genau hier zur Seite. Ach nee, da können wir ja die Town Hall nicht mehr hier rein. Naja, da packen wir sie hier an die Seite. Hier haben wir auch noch nichts. Ei, verpipscht. Guck mal. Hier sind neue Bäume. Wächst hier überall? Da? Hier wachsen neue Bäume. Alles klar. Ja, hier auch. Nein, das ist ein Fädchen. Schwachkopf. Genau. So, hast du jetzt endlich fertig? Nein, aber fast. Guck dir das an. Oh, jetzt lasse ich so schön nur noch rüdern. Jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Wer klopft denn hier? Was ist denn jetzt schon wieder fertig? Der Brunnen, ja. Der ist fertig. Fischer, ab geht's. Order a boat. 3 Stück. Dann könnt ihr auch loslegen. Activate. Oh, beinahe vergessen. Du musst alle Felder aktivieren. Und was ich auch noch gesehen habe, ist, die Felder haben einen Eingang. Man kann das optimieren, dass die dann hier kurze Wege haben. Vogelgezwitscher. Hörst du? Hörst du? Hörst du? Oh, geil. Komm mal hierher. Ich finde das so cool. Dieses Spiel, herrlich. Dieses Gewusele. Diese Wege voll ausgetreten und dann wirklich am Zaun lang und nicht quer durch. Hier sind sie jetzt schon am Arbeiten. Aber ist geil. Ist cool. Sieht fett aus. Oh, das geht sogar richtig schnell.
die sind an der Aussaat. Das ist das Wachstum. Ripeness ist doch Reife, oder? Egal, lass mal weg. Hier klippert wieder einer. Der sieht aus. Das ist laut. Entschuldigung. Guck mal auf die Arme, auf die Hand. Ja, cool. Einen nur noch. Quatsch. Ach, der bringt den auch noch selber hin. Und wo sind die anderen? Die sind alle unterwegs. Jetzt haben wir schon mal 9 Stück. Jo. Mach den mal noch fertig und dann kannst du wieder raus. Wie sieht's denn aus mit Jobs? Wie sieht denn das Ding hier überhaupt aus? Bis 200, bis 40, 40 bis 100. Was? Employment ist es das Alter, 60, 65, 70. What? Not enough food for sale, ja. Adju, ausgewachsen 18, Walking 11, 2 Laborer, wir brauchen mehr Laborer. Offene Stellen 20, 19, 18. Wie sieht's hier aus? Mädels machen los. Hier. Ah! Fishing Boat. Genau, machst du richtig. Damit kann der dann loslegen. Da braucht er nicht mehr nur noch hin und her rennen. Jo, jo, jo. Der baut auch. Der ist fertig und raus da. Du kannst was ganz anderes machen. Ich weiß noch nicht, was mit dir. Aber du machst erstmal was anderes. So, hier machen wir mal ein paar Verschönerungsaktionen. Noch ein Ash. Dann kommt hier noch ein Ash. Dann kommt hier noch ein Ash hin. Auf die Ecke können wir auch noch einbauen. So, was braucht man noch? Forestry-Hammer, Farmhammer, Windmill-Hammer, Cowshed ist im, also Kuhstall ist im Bau, Slaughterhouse auch. Tannery brauchen wir erst noch im Slaughterhouse. Heu habe ich erstmal vorsichtshalber hingesetzt, falls wir relativ schnell Kühe irgendwo auftreiben können. Carpentry-Hammer. Furnier sind Möbel, oder? Simple Furnier, simple Möbel. Sehe ich noch nichts. Ressource Subli. Walker bei Hens, Walker bei Card. Laborer bei Hens. Bei Wagen. Ach, da kannst du später richtige Wagen bauen und hin und her zahlen das Zeugs. Um die Produktionsabläufe zu optimieren. Krass. Ich bin jetzt schon überfordert mit dem Spiel. Mach doch nicht noch mehr da. Kuhstall wird gebaut, kann ich immer noch keinen reinsetzen. Jetzt brauchen wir erstmal. Hier, es reift schon. Wir sind im März. Die haben das alles im März hingekriegt. Pause. Dann macht ihr noch ein Feld. Ich weiß nicht, was hat man? 20er Felder, oder? Kann man die auch drehen? Ja, jetzt ist die Öffnung nach unten. Cool. Und jetzt ist die Öffnung rechts. Jetzt ist die Öffnung oben. Was? Jetzt ist es occupied. Nein. Und jetzt ist es hinten? Nee. Hier vorne will ich es nicht haben. Dann so. Und dann sagen wir hier drauf mal. Sunflower braucht fast alles, oder? Braucht ganz alles. Also bei Sunflower, Fallow Sunflower. Sonst hätte ich gesagt nochmal Hemd drauf, aber das wird nichts. Aber wir können ja hier 50, 90, 100 passt. 60, 30, 90 passt. 69 passt. Wir haben ein Feld Sunflower. Mist. Sunflower.
Ach, Sunflower. Jawohl. Machen wir mal los. Rennen die nochmal raus. Ah, activate. Wow, das war knapp. Oh hier, Kolleine kommt. Und wie so ein Lamerer. Was macht der? Follow. Als Helfer? Quatsch, darf mitmachen. Nö, 1, 2, 3, 4, 5. Die müssen irgendwie die Samen da haben, die sie immer holen und jetzt da drauf bringen. Seltsam. Das war schon cool. Finishing Boat? Hast du alle drei? Präsent? Ordered, ordered. Nö. Halt. Potatoes? Fisch. 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 Frecher Fisch kommt auf den Tisch. Und in... Arbeiter drauf. Dann haben wir schon mal etwas zu essen, bevor die Kartoffeln fertig sind, bevor die Sunflower fertig sind. Der hat Fisch 3. Der klöppelt hier dran rum. Finde ich geil. Oh, es sieht immer besser aus. Da hat er wieder eins fertig. Gucken wir mal zu. Der rudert rüber. Ist auch richtig nice gemacht, oder? Der baut hier mit dem Zeugs von da oben, rudert das rüber. Der rudert als Fischer hier rum, holt sich die Fische. Man hört es immer noch schwer begeistert. Jetzt muss es nur noch klappen, dass wir hier was zu essen reinkriegen. Hier hinten muss noch die Scheune fertig werden. Hier haben wir wieder einen Job mehr parat, denn der hat hier... Cool. Der hat hier noch ein bisschen was zu arbeiten. Und der läuft einfach auch nicht hier sonst wohin, sondern macht jetzt erstmal eine Pause, hat er sich verdient, ne? Flur haben sie noch, Firewood, Baum meint her, Potatoes kommen jetzt wieder rein. Bei 0,44 Potatoes verbrauchen tun die auch nicht richtig viel, oder? Gibt es da irgendwo eine Zahl, wie viel die pro Jahr brauchen, pro Einwohner an Essen? Oh, das wäre auch mal interessant. Jo, ich werde hier schon mal angeblinkt. Ach, Mann. Ich mache mal auf die 1. Wir gucken uns das mal so ein bisschen gemütlich an. Was waren die schönste Position? Die war hier drüben, ne? Die habe ich jetzt zugemacht mit Feldern. Oh. Oh, hier jetzt schon mit Mühlen. Oh. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Du störst. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu Ostriff. Programmiert von Jevheni. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.